Hallo Bianchi-Freunde, hier handelt es sich um das aktuelle Bianchi Via Nerone mit dem Aluminiumrahmen. Das letzte Rad von Bianchi, wo ein Aluminiumrahmen verbaut worden ist. Das ist ein Alu-Hydroforming-Rahmen. Das sehen wir hier an diesen sehr schönen Detaillösungen. Hier an der Sattelstützklemme, an dem profilierten Rohre zum Steuerrohr etwas dicker, sodass wir etwas Steifigkeit gewinnen. Und eine sehr schöne Detaillösung ist auch hier die innen verlegten Schaltkabel. Auf der anderen Seite sehen wir das innen verlegte Bremskabel, auch sehr schön mit einer sehr schönen Detaillösung hier mit diesem Gummiverschluss. Insgesamt haben wir hier eine sehr wertige Zusammenstellung der Komponenten mit dem Shimano 105 Schaltwerk, eine Übersetzung bis 32 und auch die sehr schönen Shimano Systemlaufräder, passend zur kompletten Gruppe. Verbaut ist eine Kompaktkurbel mit 50-34, eine Aluminiumsattelstütze, ein Sattel farblich abgestimmt auf die Rahmenlackierung, eine Carbongabel und sehr schöne, wertige Vorbauten von Bianchi Reparto Corsa, das Vorbau- und Lenkerset. Und ebenfalls verbaut eine Shimano-Bremse. Die Reifen haben die Dimension 25 mm. Auf Wunsch können wir diese gern durch 28er oder auch durch eine schlankere 23er Variante ersetzen. Hier sehen wir noch die mechanischen Shimano 105 Hebel. Insgesamt ein sehr gelungenes Rad.